Gedanke halten zu leben, dass ich da sein durfte. Ich werde euch hiermit viel Kraft schenken und danke, dass ihr mein Lied weiter teilt. Ich fand es sehr schön mit euch. Es war auch sehr familiär. Und das werde ich euch sehr hoch anrechnen. Ihr habt den Anfang mit mir gemacht. Wir werden es auch zusammen zu Ende bringen. Dankeschön. Gemeinsam sind wir dabei, wegen euch das Handeln. Ich bin dabei. Hallo und guten Abend, Mitbürger aus Heldensleben und Umgebung. Ich bin Marion und mir liegt es am Herzen, heute einmal das Wort zu ergreifen. Ausschlaggebend war das Zusammentreffen am 15. März vor dem Landtagsamt. Die Worte des Landtagsabgeordneten waren sehr ernüchternd und unbefriedigend. Diejenigen, welche vor Ort waren oder sich das Video angeschaut haben, stimmen mir sicherlich zu, dass es nur traurig und respektlos war. Natürlich gibt es immer ein Pro und Contra, verschiedene Ansichten und Meinungen. Dazu sollte man stehen. Doch das Auftreten kam mir sehr desinteressiert vor. Jedes Land, jeder Landkreis kann uns im Moment seine eigenen Vorlagen und Bestimmungen auferlegen. Es gibt keine Einigkeit. Nehmt uns unserer Bedürfnisse an. Steht uns Rede und Antwort und nehmt uns die Angst, mit der wir im Moment umgehen müssen. Ich möchte mir nicht anmaßen, dieses zu verurteilen, sondern Anregung geben, um darüber nachzudenken. Denn da fängt es doch an. Wir beklagen und äußern unsere Meinung vor den Vertretern und diese hätten nun die Aufgabe, uns zu vertreten auf höherer Ebene. Doch still ruht der See. Wir haben gewählt, haben unser Vertrauen in ihre Hände gelegt und nun wurden wir eines Besseren belehrt, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben. Haben diese Menschen kein Gewissen gegenüber ihren Bürgern? Tino hat es auf den Punkt gebracht und ich bin froh, dass es mutige Menschen wie ihn gibt. Ein Danke an Tinos couragiertes Auftreten. Bisher war ich bei den Montagsspaziergängen Mitläufer und euer Tatendrang, eure Reden und Ansichten haben mir Mut und Hoffnung gegeben. Doch seit einigen Wochen frage ich mich, ob wir erreichen, was wir anstreben. Denn es herrscht Unruhe, Angst, Misstrauen. Der Minderheitenschutz, die Akzeptanz politischer Oppositionen, die Verfassungsmäßigkeit sowie der Schutz der Grund-, Bürger- und Menschenrechte lässt zu wünschen übrig. Wo sind wir gestrandet und wo soll uns diese Diktatur, welche uns aufgelegt wird, noch hinführen? Für alles ist Geld vorhanden. Da wird Geld umgelagert, Millionen von Schulden aufgenommen, um andere Länder mit Waffen zu unterstützen. Und wir Menschen in Deutschland bangen um unsere Existenz. Deutschland hat bislang immer allen Ländern in Krisensituationen unterstützt. Wir sind mit die Ersten, die Hilfsgüter schicken und Spenden sammeln. Wir bieten Flüchtlingen Asyl. Kein Thema. Wo man helfen kann, sollte man dieses auch tun. Doch ein Widerspruch stellt sich mir gegenüber. Wo bleiben wir? Wo bleibt unser Gesundheitssystem, Bildungssystem? Wo bleiben unsere Rentner? Alles Lücken, die mit kein Geld vorhanden begründet werden. Und dann kein Wort über Corona. Massenunterkünfte. Man sieht keine Masken
und. Das kann und darf alles nicht sein. Wir sind die Steuerzahler in unserem Land. Wir möchten, dass Deutschland weiter aufblüht und sich unabhängig macht. Doch die Politik entscheidet und wir dürfen folgen. Nein, so darf es nicht sein. Auch wenn Pandemie, Klimawandel, Migrationsströme, Terrorismus, Korruption unseren Alltag bestimmen, wollen wir gehört werden. Jeder von uns hat einen klaren Kopf zum Nachdenken, doch zu viele Mitbürger lassen sich immer noch täuschen. Die Macht liegt immer bei anderen, doch auch diese Macht kann gebrochen werden. Nämlich dann, wenn die, die an der Spitze sitzen, die Minderheit sind und wir, die wir uns zusammentun, uns präsentieren und kämpfen gegen Unrecht und für unser Recht und unser Wohlbefinden stehen, erst dann, wenn sich alle anschließen, werden wir in der Überzahl sein und werden diese Macht stürzen. Wir haben uns hier wegen Corona und daraus ergebenden Auflagen zusammengefunden und demonstrieren gegen diese Machenschaften. Doch mittlerweile haben sich aus dieser Situation zu viele andere Probleme ergeben, für die es sich lohnt zu kämpfen. Dafür stehe ich und stehen wir, egal welcher Partei oder Nationalität wir angehören. Wir wollen gemeinsam nebeneinander stehen, uns gemeinsam an den Händen halten und ein Zeichen setzen für Zuversicht, Zusammenhalt und Frieden. Doch wir erreichen noch viel zu wenige Bürger. Wovor haben die Menschen Angst? Warum gehen nicht mehr auf die Straße wie damals im Oktober 1989 und demonstrieren gegen diesen Irrsinn, welcher zurzeit unser Leben bestimmt? Hinter Fenstern kann ich jeden Montag beobachten, wie wir Demonstranten beobachtet werden. Hinter vorgehaltener Hand mit den Bekannten, Freunden oder Nachbarn zu reden und sich zu beschweren, das hilft uns nicht weiter. Geht mit uns auf die Straße. Wir müssen Initiative ergreifen. Denn wir sind nur so stark, wie wir vereint sind. Und so schwach, wie wir getrennt sind. Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ein Fortschritt. Ein Traum, den man alleine träumt, ist nur ein Traum. Ein Traum, den man zusammenträumt, wird Wirklichkeit. In diesem Sinn wollen wir uns Gehör verschaffen, für uns und unsere Nachkommen. Daher rufe ich alle, die sich angesprochen fühlen, auf. Habt Mut zur eigenen Courage. Stellt euch uns zur Seite und seid dabei. Es gibt so viel, wofür man kämpfen kann und kämpfen muss. Für Frieden, Wohlergehen, Wachstum, Demokratie und Selbstbestimmung in unserem Land. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, glauben wir denn echt? Wir können alles kontrollieren, denunzieren, was wir tun sollen und was nicht. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, wann hört das hier auf? Wäre es nicht besser zu leben, anstatt planlos zuzusehen, wie man uns unsere Zukunft raubt? Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Sag mal, wollen wir denn echt? Das
Kinder heute leiden, Fremde über sie entscheiden, was sie tun sollen und was nicht. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Wir lassen Menschen allein, nur weil andere uns sagen, es sei zu riskant. Wir sollen lieber auf Abstand sein. Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träumer. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder Träume leben. Zeit, dass wir wieder anfangen zusammenzustehen. Dass wir uns in die Arme nehmen und uns wieder in die Augen sehen. Zeit, dass wir wieder selber fühlen. Zeit, dass wir wieder anfangen, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder selber spüren. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein.